Hi, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bin ich nicht alleine, heute ist mein Kumpel Sascha Heuer mit dabei. Mosche. Und wir zwei haben schon ganz lange geplant, ein Aquarium gemeinsam zu machen. Nämlich das Aquarium wird neu gemacht. Ich räume das jetzt gleich aus. Sascha wird dafür sorgen, dass das Harz gebaut wird und geil aussieht. Das könnt ihr auf seinem Kanal, in seinem Video sehen. Gerne. Und bei mir werdet ihr sehen, einfach, wie wir das ganze Ding bepflanzen und was am Ende dabei rauskommt. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bis später. Also, jetzt passiert Folgendes, ja? Ich habe hier hinter diesen einfachen Weißglas-Aquarien ein wirkliches Schmuckstück versteckt. Ja. Nennt sich Adia Woodstand. Ja, warte, ich helfe dir. Dankeschön. Bitte sehr. Sehr freundlich von Ihnen. Keine Ursache. Sie sind aber ein sehr sympathischer junger Mann. Das freut mich, danke. Und so wohl erzogen auch. Das höre ich öfters. Sie sind so ein nettes Kerlchen. Dankeschön. Nicht. ADA, ein Aquarium Nature Wood Kabinett. Warum nehmen wir das Ding? Ganz einfach, weil das einfach geil ist. Bisher hatten wir ja immer alles schön in weiß. Und jetzt einfach mal. Anthrazit soll es sein, ne? Space Gray meinst du? Warum muss ein MacBook daneben halten? Aber ein MacBook können wir drauflegen. Und dann brauchen wir ein Porn. Ja, genau, ein Schrankporn. So ho, liebe Leute, ihr seht schon mein Hilfsarbeit aus China hinter mir. Das ist jetzt unser Setup, das soll es werden. Das werden wir jetzt einrichten. Und da der Sascha einfach viel, viel schneller ist als ich, wird er das übernehmen. Und das Ganze seht ihr in seinem Video. Schaut euch an. So, das Aquarium ist fertig, also das Hardscape ist fertig. Ich auch. Sascha, der Speed-Weltmeister, ne? Also wie viel waren es jetzt? Ne, 5 Sekunden oder was? Ne? Ja, wir bepflanzen das ganze Aquarium jetzt noch fertig. Da kommen jetzt noch so ein paar Pads dran, kommen die so dran. Und werden dann noch bepflanzt und dann hat man so eine Optik, als würde man in den Dschungel gucken. Damit die Wall nachher auch richtig schön grün wird, haben wir halt hier so Pads. Und diese muss ich jetzt halt bemoosen. Ne? Da bin ich halt jetzt dieses Mooslose drauf. Das ist erstmal nur so eine Grundschicht, um halt nachher für die Wasserdrainage zu sorgen, damit das halt auch sich immer schön vollsaugt. So, und dann müssen wir quasi am Ende so drauf. Ja? Und dann binde ich das halt das Ganze mit einem Faden jetzt hier einfach fest. Das ist jetzt hier so ein spezieller Baumwollfaden, der sich später einfach auflöst und dann verschwindet. Und dann mache ich mal ganz schnell die paar Moose hier. Go. Wenn das fertig gebunden ist, dann habe ich praktisch einfach nur hier so ein, wie so ein kleines Gittermuster drauf. Ja? Und das reicht schon, es geht nur darum, dass das Moos hier hält. Und nachher werden die Pets ja noch bepflanzt. Ja, und das Ganze mache ich halt jetzt einfach ein paar Mal. So 14 Mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir ja gerade schnell die Pads gebunden. Die sind für diese Wall hier hinten, die wir gleich dann noch mit Wasser bespeisen und auch bepflanzen. Die setze ich jetzt erstmal ein, ganz schnell. Weil bestimmt viele wissen wollen, was habe ich eigentlich für ein Moos genommen. Hier habe ich das sogenannte Christmas-Moos genommen. Wir müssen praktisch diese Brücke hier covern, dass man das nachher nicht mehr so sieht. Da haben wir ja von vorher noch die ganzen Pflanzen, die wir aus dem Aquarium rausgeholt haben. Die hole ich jetzt mal ganz schnell. Das sind jetzt die Moospads von vorhin. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wir haben jetzt hier einmal Glossostigma und das Monte Carlo-Kraut. Und für die Rückwand werden wir gleich noch Kuba-Perlkraut nehmen. Ich habe mich jetzt hier für Glossostigma, wie gesagt, entschieden. Warum mache ich das eigentlich? Das sieht man ganz gut von vorn. Und zwar haben wir jetzt hier, praktisch geht um Tiefenwirkung so ein bisschen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier vorne die etwas größeren Blätter. Ja? Und das Monte Carlo ist ja praktisch nochmal um ein Vielfaches kleiner, ja? Als Beispiel mal. Und dadurch kriege ich am Ende eine richtige schöne Tiefenwirkung. Wenn ich dann ganz hinten nochmal das HCC nehme, was ja nochmal viel kleiner ist als das Monte Carlo, das hier hinten ranbringe, dadurch kriegen wir halt wirklich so eine richtig krasse Tiefenwirkung. Ja?
Jetzt habe ich das Monte Carlo hier ein bisschen trapiert und jetzt ist praktisch diese ganze Pritsch schön bewachsen. Jetzt habe ich mir überlegt, was mal ganz cool wäre, hier sieht man was ganz cool aus. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das klappt, weil das jetzt hier schon außerhalb vom Wasser ist, wird es einfach probieren und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, lassen wir das halt einfach. Jetzt haben wir hier noch das Kuba-Perlkraut. Das ist so ein ganz, 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 ganz kleines, feines Pflänzchen. Und die werden wir jetzt einfach hier noch mal ein bisschen in diese Steine reinsetzen. Den jetzt hier zum Beispiel so reinsetzen. In das Loch. Zack, zack. Also jetzt haben wir quasi schon mal so diese Grundbepflanzung so ein bisschen erledigt. Ja? Wie gesagt, die Bridge hier oder diese Überleitung, diese Brücke, die ist jetzt schön voll mit Glossostigma, Monte Carlo und HCC. Und jetzt habe ich mir gerade von unserem Planet Hill ein paar Pflanzen geraubt. Warum? Die sind halt schon Emers. Das heißt, die gucken schon sowieso oben raus. Das Pocostemon erectus. Und die werden wir jetzt einfach hier noch mit reinbringen. Dass die halt jetzt hier praktisch nachher so ein bisschen stehen. Und halt wie so kleine Tannenbäumchen aussehen oder sowas in der Art. Und jetzt kommen wir noch zu so einer Pflanze, die ich halt persönlich sehr gern mag. Das ist eine Butze Philandra. Da gibt es verschiedene Sorten von. Das ist jetzt hier so eine rötliche. Und die werde ich jetzt auch noch trapieren. Das hat eine Pflanze, die kommt mit wirklich wenig Licht gut aus. Und ja, da habe ich mir jetzt hier gerade noch ein paar mehr geholt. Die blühen dann auch schon mal mitunter ganz hübsch. Ja, die werden wir jetzt hier auch noch ein bisschen mit reinbringen. Gerade auch so vielleicht in diesen dunklen Höhlenbereichen. Da, wo man halt, ja, wenn man hier unten reinguckt, dann halt einfach so eine Pflanze schön drin sehen kann. Ne? So. Ja. Jetzt haben wir hier Ludwigia palustris oder Ludwigia spät super red. Das ist halt eine Pflanze, die extrem rot wird. Ja, also das ist echt richtig krass. Diese sind jetzt schon Emers, das spricht, also die sind schon außerhalb vom Wasser gewachsen, nämlich auch wieder auf dem Planet Mountain und in unserem Wabikusa. Und da habe ich die einfach jetzt abgezwackt, weil dann kann ich die direkt so setzen, dass sie quasi schon oben rausgucken und halt so ein paar Farbkleckse dazu setzen. Mache ich hier zum Beispiel noch eine hin. Die wird dann halt schön hochwachsen und das hier, dieses ganze Feld so ein bisschen bewuchern und wahrscheinlich auch rauswachsen. Wir lassen das jetzt so. Wir füllen das jetzt mit Wasser. Schauen uns an, wie sich das jetzt entwickeln wird und werden wahrscheinlich im Nachgang schon noch mal hier und da etwas nachbessern. Da werden wir vielleicht noch ein zweites Video zu machen. Auf jeden Fall, die Wall lassen wir jetzt erstmal anwachsen, die Moos sollen da gut gedeihen und dann kann man ja diese Pets sich immer noch raus, wenn die schön zugewachsen sind und dann wirklich hier in die Fäden ganz explizit noch mal Pflanzen reinspannen. Das machen wir aber, sobald die Moose schön gewachsen sind. Und jetzt ganz schnell Wasser rein, Filter rein, Technik rein, jo, und dann schaut euch das mal an, wie das aussieht. Ich hoffe, das Aquarium gefällt euch. Schaut euch auch das Video vom Sascha an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.